dann das modernste Instrument, der Wettersatellit, der es uns erstmals ermöglicht hat, flächenmäßig das Wetter zu erfassen. Womit wir hier zu tun hatten, hier im Wetterpark, da geht es im Wesentlichen um die Punktmessung, also die Bestimmung des Wetters an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Aber der Satellit, der kann das flächenmäßig. Der hat einen großen Überblick und da gibt es zwei Sorten von Satelliten. Da haben wir einmal die polar umlaufenden Satelliten, die laufen über die Pole. Und dann haben wir die geostationären Satelliten, die in der Äquatorebene um die Erde kreisen. Und warum heißen die geostationär? Weil sie auf einer Bahn um die Erde kreisen, die in 24 Stunden einmal durchlaufen wird vom Satelliten. Und zwar in derselben Richtung, in der sich auch die Erde dreht. Und deswegen scheint der Satellit immer am selben Punkt zu stehen. Und deswegen hat auch der Satellit immer dasselbe Gebiet unter sich. Gut, aber die Pole kann er auf der Äquatorbahn natürlich nicht erfassen oder nur schlecht erfassen. Und deswegen haben wir noch die polar umlaufenden Satelliten. Die geostationären Satelliten, das ist aus himmelsmechanischen Gründen notwendig. Die sind in 36.000 Kilometer Entfernung. Dann hat der Satellit nämlich eine Umlaufgeschwindigkeit oder Umlaufdauer von 24 Stunden. Die polar umlaufenden Satelliten, die laufen auf tieferen Bahnen, nur 700 Kilometer hoch und die kommen dann also mehrfach an verschiedenen Orten vorbei. Aber das Ganze wird natürlich dann im Computer zusammengesetzt und dann hat man doch die vollständige Information. Die ersten Wettersatelliten, die sind vor 50 Jahren gestartet worden von den Amerikanern. Das war die Tyros-Serie und dann sind die Russen gefolgt mit der Kosmos-Serie und die Europäer, die konnten natürlich dann auch nicht nachstehen. Die haben dann die Organisation EUMETSAT gegründet und diese Organisation, die schießt die Meteosat-Satelliten in den Weltraum mit der Ariane von Kourou. Manchmal liest man es in der Zeitung, wenn wieder ein neuer Satellit gestartet ist. Man soll nicht meinen, wenn ein neuer Satellit kommt, dass jetzt schlagartig die Wettervorhersage besser wird. Das geht natürlich immer nur in kleinen Schritten. Kommen wir nach oben, an die 100% werden wir wahrscheinlich sowieso nie kommen, weil wir ein chaotisches System haben in der Atmosphäre. Aber die Satelliten sind eine große Hilfe, dieses chaotische System einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und ein Wettersatellit hat also ein großes Gebiet unter sich. Anfangs konnte man nur die Wolken erkennen. Man konnte also flächenmäßig den Bedeckungsgrad der Erde da einigermaßen abschätzen. Mittlerweile haben wir die dritte Generation und in Aktivität die zweite Generation im Moment von Meteosat und immer bessere Messinstrumente. Wir können jetzt die Temperatur der Erdoberfläche messen, wir können die Temperatur in der Atmosphäre messen, wir können die Feuchtigkeit in der Atmosphäre messen, nicht nur die Wolken erkennen, bis zu einem gewissen Grade können auch Windgeschwindigkeiten aus der freien Atmosphäre abgeleitet werden. Die Satelliten mittlerweile unverzichtbar, aber auch das konventionelle Beobachtungsnetz unverzichtbar. Das ist immer noch die Basis. Auch für die Kalibrierung der Satellitenmessung ist es notwendig, dass man von menschlich betriebenen Wetterstationen zuverlässige Werte bekommt und kann dann den Satellit daran kalibrieren und eichen. Ja, das ist also der gegenwärtige Stand der Dinge in Sachen Wetterbeobachtung. Und damit bin ich eigentlich am Ende von dem, was hier im Wetterpark zu sehen ist. Dankeschön. Super. Dankeschön, Dankeschön. Wie sagt der Fernsehmoderator, ne? Sie waren ein wunderbares Publikum.